Hallo meine Lieben. So, ich habe euch ja gestern diesen Pullover gezeigt und ich bin nicht zufrieden. Der ist viel zu weit oben, der fällt mir also von der Schulter. Was mache ich jetzt? Ich möchte euch zeigen, wie ich dieses Problem lösen kann. Ich habe ja hier hinten 1, 2, 3 Blätter angefangen. Gucke ich, wo ist meine Mitte? Da ist meine Raglanlinie. Da und da. 1, 1. Diese Mitte von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Werde ich mir jetzt die Maschen rausnehmen, von einer Raglanlinie zu, ach, von einer Blüte zur anderen. Ihr könnt das jetzt schön sehen. Also von da bis da oder von da bis da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann habe ich 12 von da bis da. Das werde ich jetzt machen. Ich habe mir schon mal 2 Nadeln zurechtgelegt. Das ist das, was ich nachher erreichen möchte um meinen Hals. Ich glaube, das ist ein 50er Band. Das ist zu eng, also dürfen da ruhig mehr Maschen drauf bleiben. Ja, mit Spitzen kommt das hin von Umfang. So mache ich das immer ganz gerne. Das Ganze werde ich arbeiten mit verkürzten Reihen. Habe jetzt erstmal eine lange Nadel, damit ich besser arbeiten kann. Und ich nehme euch mit. Dann überlege ich, ob ich die rückseitig anschlage oder vorseitig. Ich möchte das Ganze im Kraus rechten machen, denn das habe ich ja auch hier unten und an den Armen und dann ist das schön stimmig. Ich mache das aus der rechten Seite. Nochmal genau gucken, immer genau gucken, nicht, dass man dreimal arbeiten muss. Von da bis da nehme ich jetzt meine Maschen auf. So, dann brauche ich auch noch mein Garn. Gott sei Dank habe ich da auch noch ein bisschen von. Also soll es alles so sein. Das hatte ich ja verwendet. Und dann das Baumwollgarn. Was genau, wie genau, das findet ihr ja unter meinen Videos. Immer geduldig sein. Suchen, suchen, suchen. Und beim Suchen meiner Sachen findet ihr bestimmt das, was ihr eigentlich gar nicht finden wolltet, nämlich was ganz anderes. So, ich nehme mir einen kurzen Faden, nehme mir eine 3,5er so, mal so hinsetzen, dass ihr mich auch sehen könnt, aber ich denke mal, Maschen aufnehmen, das brauche ich euch nicht zu zeigen. Das, da habe ich jetzt die erste, die zweite, immer durch 2 Maschengliedern. Da habe ich meine dritte, die vierte, immer beide Fäden und so weiter. Ich lasse das Video jetzt an. Ich werde nicht auf Stopp drücken. Ich werde jetzt auch gar nicht zählen. Ich gehe jetzt einfach bis zu meiner Naht wie auf der anderen Seite. Immer durch 2 Fäden durchstechen.
Schön ein bisschen mit Mousse. So, ich bin da. Jetzt wende ich meine Arbeit. Moment mal. Gehört auch dazu. Ist ja ganz normal, dass man husten muss. So, die erste Masche hebe ich ab und nehme meinen Faden und mache mein berühmtes Hasenöhrchen. Strick alle Maschen zurück. Immer rechts. Meine letzte Masche mit meinem Faden ziehe ich schön stramm, nicht dass ihr da ein Loch habt. So, jetzt gehe ich hin und nehme mir meine nächsten Maschen raus. Eins, zwei, drei, vier. Guck, dass ich das ungefähr in zwei Schritten machen kann, bis zur nächsten Raglanlinie. Fünf. Sechs. Sieben. Das kann man einfach nach Gefühl machen. Ich mache acht. Da ist jetzt meine Mitte und wende das. Nur wichtig ist, da habe ich 8, also andere Seite auch 8. Wenden und wieder die erste Masche abheben auf die rechte Seite und den Faden über die Nadel ziehen, so dass man kein Loch hat. Einfach alle Maschen ohne Zählen stricken. Einfach bis zur anderen Seite. Und gleich aufpassen, wenn ihr eine Doppelmasche habt, die habe ich ja jetzt noch nicht, die beiden Maschen zusammenstricken. Nicht, dass ihr eine Zunahme bekommt. So, hier vorne kommt meine Doppelmasche, die stricke ich beide zusammen. Diese letzten beiden zusammen abstricken, ganz wichtig, und 8 weitergehen. Auch eng an eng, dass ihr keine Löcher habt. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. So, was ist jetzt wichtig? Ich will meinen Halsausschnitt ja auch enger haben. Wenn ich jetzt alle Maschen aufnehme, dann bekomme ich da ja keine Enge drin. Also werde ich jetzt hingehen, weil es ja richtig viel an Maschen sind, werde ich jetzt die vierte und fünfte Masche einfach zusammen abstricken. Auch dieses ist einfach nach meinem Gefühl und keine Rechnung von Raglan jetzt oder von der Rundpasse her, vielleicht von der Rundpasse so ein bisschen. Ich mache das auf jeden Fall und wenn mir das nachher alles nicht gefällt, dann habe ich mir alles notiert und weiß, was ich dann gemacht habe, kann dann immer noch variieren. Ich will euch nur ein paar Möglichkeiten zeigen, was kann ich machen, wenn mein Halsausschnitt zu groß ist. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich habe mich jetzt für diese Variante entschieden und
nehmt euch mit. Wir wenden wieder, auch hier, immer das Gleiche, bis wir alle Maschen haben. Erst abheben, den Faden über die Nadel. Ich sage da immer Hasenohr zu. Das habe ich immer noch von der Ragmela. So, jetzt zähle ich meine Maschen. 1, 2, 3, vierte und fünfte. 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 Hier wieder dran denken, beide Maschen zusammenstricken und ich bin vorne, das heißt, hier muss ich wieder meine Maschen rausholen. Eins, zwei, drei, vier und ich gehe über meine Linie, über meine Raglan-Linie, 4, 5, eine noch. 5, Moment, ich überlege eben, 5, ich bleibe bei 8, 5, 6, 7 und 8. Guck mir das Ganze an. Habe ich auch alles richtig gemacht? 1, 2, 3, ein Blatt, zwei Blätter. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Schaue ich gleich mal. Ich wende wieder. Aber erst gucke ich, ob ich alles richtig habe. Da ist mein V-Schnitt. Bis dahin möchte ich hin. Und da ist mein V-Schnitt. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Bis dahin möchte ich meine verkürzten Reihen arbeiten. Ich wende wieder. Mache jetzt keine Abnahmen. Das darf ich nicht in jeder Reihe machen. Dann kräuselt sich das. Das werde ich erst wieder auf der Rückreihe machen. So, wieder mein Hasenohr. Masche einfach abheben und rüberziehen. Braucht nicht zählen, kann einfach rübergehen. Ich setze mich ein bisschen anders hin. Ich stricke jetzt nur alle Maschen einfach rechts. Ich habe einen schönen Übergang, ich habe keine Löcher. Vorne wieder dran denken, zusammenstricken
und wieder 8. Eins, zwei, drei, na, vier. Ich will zu schnell, das merke ich. Vier. Auch hier, da kann ich ruhig um. 5, da kann ich auch ruhig drum. 6, 7 und 8. Und wenden. Und wieder abnehmen. Mein Hasenöhrchen. Und wieder die vierte und fünfte Masche. Das ist meine erste, zweite, dritte, vierte und fünfte. Eins, zwei, drei, vierte und fünfte. Eins, zwei, drei, vierte und fünfte. Zurück, vierte und fünfte. Eins, zwei, drei, vierte und fünfte. Eins, zwei, drei. Vierte und fünfte. Da ist meine Mitte. Da weiß ich, da habe ich schon einmal mehr 8. Jetzt muss ich hier auch noch mal 8. Immer gucken, dass man im Gleichen ist, dass auch alles richtig läuft. 1, 2, 3, vierte und fünfte, 1, 2, 3, vierte und fünfte, 1, 2, da habe ich die letzte, da kann ich keine Abnahme mehr machen und die beiden zusammenstricken. So, auch jetzt gucke ich mir das an. Ich darf ruhig, hier muss ich sowieso noch einmal. Ich möchte hier ungefähr hinten im Nacken, ja, ich glaube, die letzten kann ich dann aufnehmen. So, hier soll man ja im Nacken immer so die Richtlinie, wenn man eine haben möchte, bis zu 5 cm. Das habe ich ja noch nicht, also können wir ruhig noch einmal hier weiter hingehen. Ich kann aber auch bis zu meiner Schulter alle Maschen aufnehmen. Ich werde gleich mal gucken. Ich mache es ja immer alles nach Gefühl. Und wenn mir das nicht passt, dann mache ich alles nochmal auf. 1, 2, aber das passt, das weiß ich so. 3. Da ist jetzt so viel Liebe drin. Dann passt das eh. 4. 5. 5.
6, 7, 8. Wieder wenden. Keine Abnahmen machen. Aber vielleicht mal die Maschen zählen. Beim Sommerpulli oben am Hals finde ich 120 Maschen mit Nadelstärke 3,5 einen sehr schönen Maschenanschlag. Ja, so kann ich das wohl sagen. Also werde ich jetzt schon mal hingehen. Ich denke, ich habe jetzt die Mitte fast gearbeitet. Noch nicht ganz. Ich zähle mal, was ich jetzt schon habe. Und ich finde, das vom Rand her sieht doch aus wie eine linke Masche. Überhaupt gar nicht blöd, jetzt die Maschen so angeschlagen zu haben. Aber hier an der Seite bis zur Spitze hin, da möchte ich die Maschen ganz gerne alle auf der rechten Seite haben. Und ich muss bis dahin, das ist mein V-Ausschnitt, und bis dahin müssen wir, also denke ich, da nochmal 8 und da nochmal 8. Jo, ich zähle mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da kommt mein Mittelfaden. Einundzwanzig ist die Mitte. Wäre schön, wenn ich jetzt andere Seite auch 21 hätte. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Die beiden muss ich zusammenstricken und habe die Seite 20. Perfekt. Die Mitte war 21, hier habe ich 20. Was will ich mehr? So. Na, seht ihr, da müssen wir hin. So, jetzt 20 und 20 sind 40. Die Mitte sind 41. 16 und 16 sind 32. 41, 73, das sind 106. Also ihr hört 106 und ich muss noch mein ganzes Vorderteil aufnehmen. Viel zu viele Maschen. Also möchte ich nachher nicht mehr jede vierte und fünfte Masche zusammenstricken. Ich werde jede dritte und vierte Masche zusammenstricken. Erst nochmal die 8. Eins, zwei, darf ich noch einmal 8? Ja, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8. Ich mache 10. 8, 9, 10. Und ich mache 11 und 12. Dann komme ich gleich bis zu meiner Spitze. Und dann höre ich auch auf mit den verkürzten Reihen. 12. Ich wende. Meine erste Masche. Und rüber. So, und wir zählen. 1, 2, dritte und vierte. 1, 2, dritte und vierte. Und das mache ich jetzt weiter. Ich drücke auf Stopp. Hintere Seite 12, dann komme ich wieder. So, hier kommen jetzt meine 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gleich die letzten auf der Spitze. Und da auch. Und dann nehme ich alle Maschen auf. Sind nicht mehr 12. Diese muss ich bis dahin. Gleich möchte ich ja alle Maschen rechtsrum aufnehmen. Keine Abnahmen bis zur anderen Seite. Und bei der anderen Seite gehe ich jetzt auf meiner Spitze. Und dann komme ich wieder. So, ich bin jetzt hier bei meinen letzten 12 und bin jetzt hier, so dass die Maschen so schön aussehen. Hinten sehen die jetzt ja links aus. Auch hier, da müsste ich gleich noch meine letzten aufnehmen. Und wenn ich zurückgehe, habe ich da dann diese Kante. Das möchte ich nicht. Ich möchte auch an dieser Seite jetzt meine Maschen als erstes rechts aussehen haben. Das heißt, ich gehe jetzt mit meinen Maschen bis hier vorne zu meiner Spitze und dann gehe ich wieder zurück auf dieser Seite, damit ich hier den Anschluss bekomme. Dann zähle ich meine Maschen und hier vorne in meiner Spitze, da muss ich ja auch Maschen zusammenstricken. Und wie ich das mache, das zeige ich euch. Ich werde jetzt erstmal alle Maschen aufnehmen und wie ihr dann hier ein schönes Dreieck einarbeiten könnt, das zeige ich euch. Ich muss auch noch meine Maschen zählen. Ja, dann komme ich gleich nochmal wieder. Hier vorne über die Spitze ist ein schöner Anhaltspunkt. Da ist meine Mitte. Da werde ich nachher drei Maschen zusammenstricken. Aber in der ersten Runde noch auf keinen Fall. Ich wollte euch da
nur einmal eben einmal zeigen. Auch die Maschen, wie ich das meine, dass die in der ersten Runde so aufliegen. Und dann kann ich ja nachher oder muss in der nächsten Runde, ich könnte jetzt auch das Ganze wenden, um rechts zu bleiben, nur dann komme ich ja hier wieder genauso an, wie ich das nicht möchte. Also bleibe ich rechts und muss nachher, damit das Kraus rechts aussieht, eine linke Runde stricken. Hier ist meine Mitte. Da könnt ihr euch auch einen Maschenmarkierer einhängen. Ich brauche das nicht, weil ich das sehe. Und jetzt müsst ihr diese Sache von da bis zu der ersten Raglandlinie auch gleich haben an Maschen. Okay, bis später. So, ich habe meine Maschen gezählt. Ich habe jetzt von einer Raglandspitze bis nach vorne 28, zur anderen auch 28 und hinten, als wenn es so sein soll, auch 28. Also 4 mal 28, das sind 80, 4 mal 8 sind 32, 112, ja, das ist perfekt, 120 wollte ich haben, super, jetzt gehe ich einfach noch einmal vorne mit eure zur Spitze und dann denke ich, habe ich den Halsausschnitt euch gut erklärt und wenn ich dann fertig bin, mache ich dann nochmal wieder ein Bild. Ich denke, ich kann alles so lassen. Ich brauche keine Abnahmen mehr zu machen. Ja, bin sehr, sehr gut zufrieden. Mein Halsausschnitt mit 28 Maschen finde ich auch sehr schön. Und von daher ist alles super gut gelaufen. Und ich hoffe, es sitzt nachher. Bin mal gespannt. Und auch das hier sind nicht ganz 5 cm. Und das muss auch nicht. Alles ist gut. Perfekt. Okay, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch einen wunderschönen Wochenstart. Nee, Bärbel, du wolltest hier vorne noch die Spitze zeigen. Also nicht so schnell. Da gehe ich doch noch eben hin. Alle Maschen links stricken in dieser Runde. Dann nochmal rechts, dann nochmal links, dann nochmal rechts. So, dass ich überall nachher genauso viele links rein habe. Hier habe ich ja noch mal einen Lochrand. Das werde ich nicht machen. Hier unten habe ich auch noch mal einen Lochrand. Oder machen wir hier vorne auch noch einen Lochrand drin? Könnte man auch. Sieht auch schön aus, ne? Ja. Da ist jetzt gut. Guter Rat teuer. Finde ich natürlich auch schön. Oder darf es hier schlicht aussehen, weil wir ja hier das Blatt haben. Ich werde es nicht machen. Nein, hier oben wird es schlicht. Und so viele Reihen möchte ich auch nicht mehr. Hier habe ich meine Nadel nicht festgedreht, weil ich ja wechseln wollte. Was habe ich da denn draufstehen? Dankbarkeit. Ja, das bin ich. Und so habe ich an dem Ganzen auch noch mehr Freude dran, an meinem Pullover, als wenn der dann ständig rutscht. Das finde ich nicht schön. Eigentlich bräuchte ich euch das nicht zu zeigen. Ihr wisst ja, wie eine Spitze zu machen ist, aber ich nehme euch ja gerne mit.
Also, die werde ich abheben. Eine Masche davor. Also muss ich jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschen stricken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die erste hebe ich ab. Die stricke ich jetzt links zusammen und hebe die abgehobene da drüber. Dann habe ich so ein Dreieck. In der nächsten Runde stricke ich alle meine Maschen rechts. Da kann man jetzt nur keine Linksmasche sehen, aber es ist überhaupt nicht schlimm. In der nächsten Runde strickt ihr alle Maschen einmal rechts rüber. Dann ist ja die Rechtsrunde dran. Und dann einmal gucken, ob ich das gut finde oder ob ich die Spitze, ja, das darf ruhig so aussehen. Das sieht nachher sogar gut aus. Gleich einmal rechts rüber, dann wieder links, dann wieder rechts. Und dann werde ich das links locker abketten. Ich mag das immer ganz gerne leiden. Dann habe ich da noch beim Abketten ein Knötchen. So, nun bin ich aber weg. Okay, nochmal schönen Wochenstart und bis bald. Macht gut, eure Bärbel. Tschüss.